Ich darf Sie natürlich sehr herzlich begrüßen zu dieser Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik 2018. Ich möchte insbesondere auch begrüßen Herrn Südikum, der nachher den ersten Fachvortrag sprechen wird. Selbstverständlich möchte ich unseren, ich möchte fast sagen Ehrengast, Ranga Yogeshwar hier begrüßen, denn er wird mal aus ganz anderer Sicht versuchen, eine Tagung zu eröffnen, und zwar fachlich. Und lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, dass wir eben miteinander ein bisschen geplaudert haben. Und ich habe dann so ganz salopp gefragt, und wann haben Sie das letzte Mal programmiert? Also ich könnte Ihnen die Antwort geben, wann ich das letzte Mal programmiert habe. Es ist ungefähr 3 Tage her und er kann es toppen. Er hat nämlich gestern das letzte Mal programmiert. Also Sie sehen, wir haben hier einen Fachmann. Ja. Vielen Dank, der galt Ihnen. Und von daher bin ich besonders froh, dass wir hier so hochrangige Referenten, noch dazu Fachexperten haben, die über das Thema der Digitalisierung sprechen können. Ich möchte weiterhin, weil die beiden auch hier vorne sitzen, noch Frau Martin und Herrn Lukas begrüßen, die nachher dann auch zum Thema Arbeit 4.0, Digitalisierung und Arbeitswelten der Zukunft auf einem Panel sitzen werden. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim Thema dieser Jahrestagung. Das Motto ist Zukunft der Arbeit, Zukunft der Informatik. Und wie Ihnen bestimmt nicht entgangen sein wird, ist das Ganze ja auch eingebettet in die Bemühungen des BMWF, genau dieses Thema eben auch dieses Jahr im Wissenschaftsjahr 2018 etwas näher zu beleuchten. Das Wissenschaftsjahr 2019 wird unter dem Motto Künstliche Intelligenz stehen und auch darauf werde ich noch kurz eingehen. Die Universitäten und Hochschulen bilden nach unserer Auffassung viel zu wenige Fachleute aus. Und inzwischen gehen sogar größere Wirtschaftsunternehmen dazu über, eigene Fachleute auszubilden. Ganz offensichtlich werden fachübergreifende Kompetenzen gebraucht, wie etwa die Fähigkeit, große Datenmengen zu strukturieren, zu managen, zu analysieren, aber auch zu bewerten. Und diese Anforderungsprofile, die sind häufig in den heutigen Informatikstudiengängen noch nicht genügend verankert. Wir brauchen also Informatiker, die nicht nur ausgewiesene und ausgebildete Experten in ihrer Fachdisziplin sind, sondern wir brauchen auch interdisziplinäre Fachleute, die starke Informatikkompetenzen haben oder umgekehrt Informatiker, die eben interdisziplinäre und in anderen Gebieten ebenso gute Kompetenzen aufweisen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Informatik sich von einer technikorientierten Sicht, also der Möglichkeit, mithilfe des Computers all das zu machen, was irgendwie geht, mehr und mehr zu einer datengetriebenen Sicht entwickelt. Während wir also bisher eher technikverliebt waren, sind Informatiker vielleicht jetzt und in Zukunft eher datenverliebt und machen mit den Daten, was damit eben geht. Die damit einhergehenden Risiken kennen wir aus den Medien. Und auch das wird natürlich ein wichtiges Thema auf dieser Konferenz sein. Wenn Software und auch datengetriebene Aspekte der Informatik stärker in den Fokus kommen, dann ist automatisch auch die KI im Fokus. Und Sie wissen vielleicht, die KI erlebt nicht nur einen Anwendungshype, sondern veranstaltet parallel zu dieser Jahrestagung auch ihre Konferenz. Es ist auch eine KI-Konferenz, die derzeit an der TU Berlin stattfindet. Und ich freue mich, dass trotz dieser wichtigen Hype-Themen so viele von Ihnen hierher gekommen sind. Ein Zeichen dieser Entwicklung zu datengetriebener Forschung ist auch, dass etwa die Helmholtz-Gesellschaft mehrere Data Science Schools ins Leben gerufen hat und diese eben auch fördert. Es gibt bereits eine solche Data Science School in Berlin und es wird in nächster Zeit und offiziell wird es heute auch verkündet werden von der Helmholtz-Gesellschaft, eine solche Data Science School auch in Hamburg geben, unter Leitung des DESI, worüber ich mich natürlich ganz persönlich freue und auch die Gelegenheit nutzen möchte, an dieser Stelle erstens zu gratulieren und zweitens auch zu danken, dass solche Themen eben jetzt sehr viel stärker gefördert werden.
Man muss sagen, dass neben den Chancen der Digitalisierung, die ja immer im Mittelpunkt stehen aus der Sicht des Informatikers und der neuen Datenvielfalt, die wir nutzen können, natürlich auch die Verantwortung steigt. Und diese neue Verantwortung, die der Informatiker hat, aber eben auch die Randdisziplinen, weil einfach die Kritikalität durch diese Technologien steigen, die muss ebenfalls adressiert werden. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, in der Gesellschaft für Informatik nach einem etwa anderthalbjährigen Diskurs neue ethische Leitlinien zu verabschieden, die es dem Informatiker ermöglichen, auch in Situationen, in der er im Konflikt stehen könnte, zumindest Leitplanken zu bekommen, wie er sich verhalten könnte. Und ich sehe es auch als Auftrag einer Gesellschaft für Informatik an, im Falle der Eskalation einer solchen Konfliktsituation mit zu unterstützen, richtig zu handeln und möglicherweise eben auch so, wie es nicht im Sinne des Arbeitgebers war. Denn selbstverständlich ist das auch ein Sensibilisierungsprozess, der entstanden ist, wenn ich etwa an illegale Abschalteinrichtungen oder verdeckte Überwachungstechnologien denke, die ja auch im Grunde heute aus Software bestehen. Genau hier versucht die Gesellschaft für Informatik auch ein Zeichen zu setzen, um deutlich zu machen, dass Informatiker, die diese neue Verantwortung wahrnehmen wollen, nicht alleine gelassen werden. Diese und noch viele weitere Themen werden Sie auf dieser Jahrestagung erleben, einerseits in Vorträgen, aber auch in zahlreichen Foren haben Sie die Möglichkeit mitzudiskutieren. Und dem ursprünglichen Wesen einer solchen Jahrestagung gemäß auch die Chance nutzen können, miteinander auf diesem Familientreffen der Informatiker in den Austausch zu kommen. Ich möchte noch auf das Ende dieses Tages hinweisen, denn das ist mir ganz wichtig, zu sagen, dass gegen 17.30 Uhr traditionell die Preise und Auszeichnungen der Gesellschaft für Informatik vergeben und verliehen werden. Einerseits an die besten Dissertationen des vergangenen Jahres. Wir werden aber auch die neuen Fellows und Junior Fellows auszeichnen. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, nachher dann auch mit einem Glas Wein oder von mir aus Saft anzustoßen und dann in Diskussionen zu kommen. Ein Höhepunkt wird bei diesen Auszeichnungen auch die erstmalige Verleihung der Klaus-Tschira-Medaille sein an einen herausragenden Wissenschaftler, der die, und ich zitiere, Wechselwirkungen der Informatik einerseits und künstlerischen und gesellschaftspolitischen Prozesse andererseits frühzeitig und nachhaltig erforscht und dokumentiert hat. Ich darf Sie also dann nach einem langen und hoffentlich auch informativen Tag später einladen, noch mit uns zu sprechen. Danke Ihnen, dass Sie auf die Jahrestagung gekommen sind. Und wünsche Ihnen natürlich auch hier viel Freude und Spaß. Vielen Dank. Applaus